die Westernstadt Pullman City abgeriegelt. Keine Besucher und Cowboys mehr auf dem Gelände. Stattdessen räumen Arbeiter das weg, was von der sogenannten Main Street übrig geblieben ist. Einen Tag vorher. Im Gastronomiebereich bricht ein Feuer aus und greift schnell auf Nebengebäude über. Stundenlang kämpfen Einsatzkräfte gegen die Flammen. 180 Hotelgäste werden in Sicherheit gebracht. Noch immer gibt es keine Erkenntnisse zur Brandursache. Dafür aber erste Pläne für den Wiederaufbau. Handwerker sind schon auf dem Gelände. Wir haben ganz viel Resonanz bekommen, einmal von Gästen, von Freunden, von Stammgästen, die sagen, sie wollen mithelfen. Aber auch natürlich von Handwerkern aus der Gegend. Ein Passauer war dabei, der gesagt hat, der kommt mit dem Backer, soll man einfach anrufen. Oder auch Leute, die sagen, sie sind handwerklich geschickt, sie haben Zeit momentan, wir sollen anrufen, sie kommen und helfen. Sobald wie möglich soll an die Gebäude, die stehen geblieben sind, wieder angebaut werden. Es soll neue Restaurants und auch wieder einen Saloon geben. Eine Botschaft, auf die Egings Bürgermeister Walter Bauer gehofft hatte. Denn Pullman City lockt jährlich 400.000 Touristen in die Region. Da sage ich Gott sei Dank. Und dass sie den Mumm, die Kraft haben, jetzt einen Tag später schon in die Planungen einzutreten. Wie geht's weiter? Was können wir noch verbessern nach dem Brand? Das ist enorm. Wann die Westernstadt wieder aufsperrt, ist noch unklar. Möglicherweise werden erste Bereiche schon zum Saisonstart im März geöffnet. Thank you.